Tettel RV heißt die chinesische Firma, die Wohnmobile, die in China gebaut werden, in Deutschland vertreibt. Das Ganze funktioniert über ein Joint Venture mit der Firma La Marca, die ihren Sitz in Landsberg am Lech haben. Dort wird auch später der Service durchgeführt und es werden dort alle Ersatzteile gelagert. Die Firma La Marca sucht zurzeit Fachhändler in Deutschland, die diese Wohnmobile ebenfalls vertreiben und auch den Service anbieten können. Also dass Chinesen ein reinliches Volk ist, ist ja bekannt und deswegen darf man auch in die Fahrzeuge nur ohne Schuhe. Und da stehen wir schon mit angenehmem Ambiente, die wissen halt, wie man verkauft. Preis haben wir noch nicht offiziell ausgeschrieben, aber den werden wir noch erfragen. Und schau doch mal her, da ist der Eichhofen. Die Ursi kommt auch rein, die wollte ihre Schuhe nicht ausziehen. Dann hat sie über hier gekriegt. Das nenne ich mal Ordnung, Ursi. Ja, ja, genau. So, und Klima angenehm? Kalt. Ja. Ja, das ist chinesisch. Ah, schau mal, aber was ich jetzt halt immer. Hier ist die Waschmaschine. Ah! Da haben wir die Waschmaschine und Spülmaschine ist auch hier verbaut, eingebaut. Hier von Siemens. Ja. Siemens China. Oh, das ist die Technik. Aha. Das ist der Schrank. Jawohl. Mit Slide-Out. Der Slide ist ausgefahren. Das sieht man hier, ansonsten ruckt das Bett ein bisschen weiter nach innen. Ah, schau, hier ist so ein Sitzer. Ja. Und da ist dann hier als kleines Tischle. Ja, und der Fernseher ist hier. Okay, und das soll dann praktisch auch der Esstisch sein, oder? Ich sehe hier sonst nichts anderes. Ich kann es dir nicht sagen, Musi. Ja, ich sehe hier keinen Tisch. Ja. Vielleicht sind die Chinesen deswegen so schlank, weil sie so wenig essen. Zwei Flammenherd. Ja. Steck. Was soll das sein? Ja, ganz normale Fächer. Und gar nicht übel, ja. Und gasfrei ist das Ganze. Ja. Ja, das ganze Dach ist voll mit Solar. Ja. Wahnsinn. Also. Hier ist auch nochmal so. Ja. Ah, nee, das ist die, das ist die Treppe. Die Treppe, ja. Um hier auf dem. Aha. Ist ja dann ein Alkove in dem Fall. Ja. Gell? Hast du schon gesagt, dass das alles auf Iveco ist? Mann, das zieht hier einem ja fast raus. Blabla. Der Vorteil eines Eichhofens ist, man sitzt halt dann ganz vorne im Fahrerhaus und die Scheibe ist direkt da. Und ja, mal da ein schönes Fahrerhaus. Iveco. Mit Automatik. Fahrzeug ist ja eigentlich mindestens für 4 Personen ausgelegt. Ja. Weil hinten gibt es ja das Bett. Ja, und oben ist da ein Kuchen. Auch nochmal. Also ist für 4 Personen. Aha. Und da ist der Kleiderschrank. Ja. Und hier haben wir die Dusche. Die ist sehr groß, finde ich. Sehr groß und mit Fenster. Ja. Genau. Kann man rausschauen beim Duschen. Ja. Okay. Aber Dachfenster geht ja nicht, weil da ist ja alles voll Solarpanel. Genau, ja. Genau. Dann schauen wir, wie sie es in der Toilette geregelt haben. Ja.
Da? Schaufenster? Ja. Oh, alles elektrisch. Mit Darmspülung und allem drum und dran. Darmspülung? Ja, ich denke, dass Darmspülung? Ich weiß nicht, was da alles dabei ist. Darmspülung wahrscheinlich weniger. Also die, was ich meine, keine Darmspülung. Okay. Irgendwer hat uns gesagt, die Betten sind etwas kurz. Ja, wollte ich gerade sagen, aber so kurz kommt es mir jetzt eigentlich. Ja, weil das Slide-Out ausgefahren ist. Ach so. Ja, der Slide-Out geht nach hinten. Mhm. Ah ja, okay, deshalb. So, und jetzt hat uns jemand zugemacht. Jetzt sind wir eingesperrt. Mann, die Klimaanlage ist total einsperrt. Aber es ist angenehm hier. Oh, Panda ist auch da. Ja, genau. Und der ist ganz kuschelig. Mm. Ja, hier ist alles mit Teppich ausgelegt. Ja. Und hier ist das Übliche. Das ist, glaube ich, ein Backofen. Ja, oder Mikrowelle würde es sein. Oder Mikrowelle? Backofen wird es nicht geben, Mikrowelle. Ah, das ist ja genau. Und mit Chinesisch, das ist inklusive. Ja. Ich habe Panasonic, ja. Alles chinesisch, okay. Also Mandarin. Und, ja. Ja, irgendwie halt, ja. Und unten ist Querfach. Ist Querfach, ja. Ja, ja. Nicht schlecht, ja. Ja, genau. Mhm. Ja, also nur der fehlende Tisch, das ist ja jetzt also komisch. Das irritiert mich jetzt auch, weil das ja eigentlich für 4 Personen ein bisschen ausgelegt ist. Ja. Also da wundert mich das jetzt schon ein bisschen. Aha. Wo dann die alle sitzen sollen. Aber also der Tisch fehlt. Das war der Schlachtruf. Ich denke, dass jetzt Arbeitsbeginn ist, oder der offizielle Teil. Ich gehe davon aus, ja genau. 9.42 Uhr. Ja, eben, jetzt werden dann gleich die Tore geöffnet und das war das Einschwören wahrscheinlich auf die Massen, die jetzt gleich hier reinstürmen. Wir haben noch 18 Minuten Zeit, uns in dem Fahrzeug umzuschauen, bevor die Massen kommen. Ja, also das irritiert mich jetzt wirklich, dass hier nur dieses kleine Tischchen sein soll. Ja. Und wenn so, ich weiß gar nicht, ich glaube, so ganz günstig ist dieses Fahrzeug nämlich nicht. Also die Preise sind noch nicht offiziell bekannt gegeben. Wir fragen aber gleich mal nach. Irgendwo haben wir schon gehört, dass das über 300.000 liegt. Ich muss mein Haar wieder anlegen, sonst werde ich wieder kritisiert. Ja? Hallo? Ich habe kein DAF dabei. Ja, okay. Ich denke, das geht hier ganz gut, oder? Also, mir gefällt das Fahrzeug. Naja. Es ist ja für unsere Zwecke nicht so geeignet, weil Slide-Out benutzen wir nicht. Wir stehen ja in der Regel frei. Ja. Und Slide-Out heißt Campingverhalten und das dürfen wir dann nicht machen. Nein, und das wollen wir auch nicht. Und irgendwie, nee, so gefällig finde ich es gar nicht. Mir fehlt der Tisch. Eben, wo soll man seine Filme schneiden, wenn kein Tisch da ist? Ja, zum Beispiel, ja. Okay, gehen wir wieder raus, oder? Ja, wenn sie uns rauslassen. Ja, das Schritt ist hier eigentlich ein bisschen weg. Ah, okay. Thank you. No table. Yeah, it's a table. The table is... No. You can see down there, down the chair. 把这些硬通货 Jawohl, super. Magic. Thank you very much. Jawohl. Vielen Dank. Noch in der kleineren Dettel RV rein.
Und die Besonderheit hier ist, dass der Tisch schon aufgebaut ist. Und dass ich meine Schuhe anlassen darf. Kann ich Ihnen sagen, die Waschmaschine ist dort. Hier. Und hier ist die Waschmaschine. Also für 4 Personen. Also insgesamt 6 Personen. Da muss man sich gut verstehen. Auch Iveco mit Automatik. Und da ist die Waschmaschine. Und Doppelbett mit Fenster. Wie ist das jetzt von der Länge her, das Bett? Ja. Ist ein bisschen klein, gell? Ja, das ist das Slide-Out. Slide ist ja ausgezogen. Ach, das ist ausgezogen. Das ist das Slide-Out hier. Gut. Kühlschrank ist etwas klein. Die Friere. Also. Und die Ossi hat jetzt was zu sagen. Ja, weil ich möchte ja auch eine Waschmaschine in unser nächstes Fahrzeug. Und diese Waschmaschine hier in diesem Fahrzeug, in alle chinesischen Fahrzeuge sind übrigens Waschmaschinen mit drin. Das ist für 3 Kilo Wäsche und sie meinte, das braucht vielleicht zwischen 6 und 10 Liter Wasser. Also das wäre gar kein Problem. Und es ist noch ein Trockner zugleich. Also gar nicht mal schlecht, oder? Also das gefällt mir. Ja, ansonsten, was sagt man zu dem Fahrzeug, ist halt alles sehr kompakt. Slide out, auch hier wieder. Dann wird es etwas enger. Große Fernseher. Ja. Und was ist das? Eine Mikrowelle wahrscheinlich, gell? Ja. Mikrowelle. Ja, und alles natürlich voll elektrisch. Das ganze Dach ist voll gekleistert mit Solar. Und ich bin gespannt, ob wir das überhaupt filmen können, weil da so viel Musik ist und so laut. Ja. Ob uns da nicht YouTube wieder Schwierigkeiten macht. Ach so, okay. Okay. Das ist das Bad mit Dusche. Das ist beides. Entschuldigung, also ich habe gerade unsere Technik Mitarbeiter gefragt, für 3 Kilometer Wasser brauchen Sie von 10 Liter bis 17 Liter. Ah, 15 bis 17 Liter. Aber wunderbar, wir haben einen sehr großen frischen Wassertank. Wie groß ist das? 323. 320 Liter in diesem Fahrzeug? Genau, ich kann Ihnen zeigen. Ja. Also, die nette Dame war jetzt da und... Der Verbrauch bei der Waschmaschine ist gestiegen. Ja, so um die 17 Liter. Aber hier ist ein 300-Liter-Tank verbraucht. Eingebaut. Ganz schön, oder? 300 Liter. Da kann man einige Waschmaschinen mit betreiben. Ja, auf Iveco aufbauen, da lässt sich natürlich auch ein Gewicht drauf laden. Das ist vollkommen klar. Alter, und das bekommt man alles für 159.000 Euro, so wie das Fahrzeug hier steht. Also das war jetzt interessant, die chinesischen Fahrzeuge, aber wenn ich knappe 500.000 Euro in die Hand nehmen könnte und möchte, ja, dann glaube ich, würde ich mich mehr für einen anderen Grundriss oder für eine andere Marke entscheiden.
Aber ich finde das nicht schlecht. Ich meine, ist auf Lego gebaut. Das ganze, das erste Fahrzeug, in dem wir drin waren, ist auf Carbonbasis. Das heißt, es ist mehr oder weniger unverwüstlich. Und ich finde es eine tolle Idee, dass die Chinesen auf den Markt drängen mit der Waschmaschine. Das finde die Ussi ganz klasse. Ich übrigens auch, ja. Ich habe nämlich auch gern gewaschene Wäsche, ja. Und ja, ich finde es toll, dass die da sind und dass sie das gezeigt haben. Ein gewöhnungsbedürftiger, anderer Grund ist, also andere Länder, andere Sitten. Ja, klar, es ist alles sehr kompakt natürlich und so große Kleiderschränke oder Fächer in dem Sinn habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ich weiß gar nicht, die Garage, gibt es hier überhaupt Garage? Das ist mir jetzt bewusst gar nicht. Also von daher, welche Fahrräder mitnehmen, das müsste man dann alles hinten drauf machen. Bei dem Grünen war Garage dabei, die denen reinpassen. Bei dem anderen, wo wir jetzt zuletzt drin waren, aber der ist ja nur 6 Meter. Der da war nichts dabei. Also es ist eine ganz andere Form. Ja, genau. Und sind ja auch auf Iveco, also die sind belastbar. Da kann man zuladen, da gibt es ja ordentlich Zuladung. Die Daten haben wir euch ja eingeblendet. Das waren auf jeden Fall die Chinesen von Caravansalon Düsseldorf. Sie sind doch noch gekommen und wir haben die Möglichkeit gefunden, wenigstens 2 Fahrzeuge reinzuschauen. Jetzt öffnet die Messe 9.57 Uhr. Jetzt kommen gleich die Menschenmengen. Jawohl, und wir gehen zu den nächsten Chinesen. Das kommt aber in einem anderen Video. Wir gehen jetzt zu Ecoflow. Die haben um 10.30 Uhr eine Präsentation und da sind wir schon gespannt drauf, was da vorgestellt wird. Ja, also. In einem anderen Video. Aber jetzt, wir grüßen aus China. Ja, ja, so ungefähr. China in Düsseldorf. Und hoffen, es hat es gefallen. Kleiner Eindruck von den Chinesen. Und wir gehen weiter in die nächste Halle. Ja, tschüss. Tschüss.